Nee, wie witzig. Jetzt versteckt sich hier jeder hinter so einem Busch und wartet darauf, dass der eine oder der andere rauskommt. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Brawl Stars bei mir auf dem Kanal. Ja, auch ich muss immer mal wieder so ein bisschen runterkommen. Und ich finde die Funktion hier wirklich cool, anderen so ein bisschen zuzugucken. Ja, und hat dem einen jetzt auch nicht wirklich was genutzt. Aber der Jay hat hier gewonnen. Okay, dann verlassen wir das Ganze mal. Ich bin hier mal wieder am Oberdevice und ihr habt es im Bildchen gesehen, diese 1500, die waren hier für mich so ein bisschen Fluch und Segen. Denn ich bin dort nicht richtig reingekommen, ich bin nicht rausgekommen. Ich war sogar mal wieder auf 1466 runter. Und das haben einige hier mitbekommen. Und haben sie auch kaputt gelacht darüber. Ah, Tutu, du hältst die 1500 nicht. Ja, halte ich auch nicht. So wie ich hier auch manchmal gespielt habe. Aber ihr seht das hier, ich war jetzt schon einen Tag und 8 Stunden nicht im Game. Ein Tag, 8 Stunden nicht im Game. Also ich habe mir immer nur die Belohnung natürlich abgeholt und ich kann einen Brawler leveln. Das Fatale ist nur, ich kann ihn gar nicht leveln. Ich kann ihn nicht leveln, weil ich habe das erste Mal nicht genug Gold. Also müssen wir ein bisschen was tun. Und ich bin in jedem Fall bei diesen über 1500 geblieben. Aber trotzdem ist das manchmal schon. Ah. Dafür spiele ich es einfach ein bisschen zu casual, aber für mich ist es immer ganz, ganz gut, so ein bisschen runterzukommen. Ihr habt in dieser Woche etliches von mir Clash of Clans gesehen und deswegen habe ich auch mal wieder gedacht, du machst ja auch ein bisschen Brawl Stars und hältst so ein bisschen deinen Fortschritt hier fest als ganz normaler Spieler, also nicht Pro, nicht Gamer oder was auch immer, der hier ohne Ende jetzt Juwelen kauft. In dem Shop heißt es hier eigentlich Juwelen? Ja, es heißt ja auch Juwelen. Und deswegen denke ich mal, können wir hier mit dem Poco, das ist im Moment so ein bisschen mein kleiner Lieblingsroller, können wir sicherlich ein bisschen was machen. Wir hauen hier das erste Mal, würde ich mal in den Sack mit der Juwelenjagd, denn macht mir mit Poco, muss ich sagen, besonders viel Spaß. Denn das ist so ein kleiner Allrounder, der kann so kann ein bisschen Damage machen, kann sich selber heilen, kann die anderen heilen. Und gucken wir mal, wie wir uns hier schlagen. Mal sehen. Schauen wir mal. So, der Gegner macht schon so ein bisschen was, aber wir sind eigentlich noch ganz gut drauf. Ich denke mal auf den Heiler. Man ist immer abgesehen, das ist zumindest auch in anderen Spielen immer ganz gerne so, dass sie den Heiler immer ganz, ganz gerne als erstes knechten wollen. Das versucht der Frank auch, schafft er auch, okay. Macht aber nichts. Mein Mate ist hier im Backend. Ihr werdet auf jeden Fall auf meinem Kanal hoffentlich nicht mehr so häufig dieses Zeichen hier sehen. Okay. Komm, da kann ich ja ganz gemütlich hier sammeln in der Mitte. Das ist auch mal nett. So, dann kann ich meine Jessie da mal ganz in Ruhe durchheilen. Und wir haben hier die Mitte. Und wenn du die, ihr wisst das selber, wenn du die gut im Griff hast, so wie wir das jetzt gerade haben, dann brennt hier nicht mehr viel an, wenn man es ganz gut macht. Ich muss leider ab und zu mal nach unten schauen. Oh, wir haben jetzt schon einen Touchdown. Nee, Touchdown nicht. Cooldown. Nehmen wir noch mit hier den einen. Da kommen die jetzt nicht mehr so wirklich ran. Wir ziehen uns jetzt leicht zurück hier. Also ein etwas sicheres Spiel hier. So, da haben wir noch mal was verloren. Aber der Brawl ist vorbei. Also der Einstand. Endlich ist mir mein Einstand hier gelungen in dieser Folge Brawl Stars. Denn bisher glaube ich, da müsst ihr ein bisschen in der Playlist zurückspulen. Es gibt ja eine Playlist Brawl Stars. Ist mir das noch nicht gelungen, dass ich hier bei einem Eröffnungsmatch überhaupt was geholt habe. Also plus 5 und die Star-Marke hier. Wunderbar. So kann es weitergehen. Aber die beiden wollen nicht mehr mit mir mitspielen. Entweder habe ich den jetzt nicht genug geheilt. Wie viele Marken haben wir? Ihr seht das, glaube ich, nicht, wenn ich mal davor sitze. 8 Stück haben wir. Okay. Und wir nehmen in jedem Fall kurz mal einen anderen Brawler und ich wechsle mal auf, jetzt wartet mal, was haben wir denn für ein nächstes Spiel hin? Showdown ist eigentlich auch cool, Showdown 2, Duo, ist eigentlich auch ganz cool, aber mit dem hier vielleicht nicht ganz so cool. Müssen wir mal schauen, mit wem spiele ich denn eigentlich nicht ganz so oft. Also ich nehme immer mal gerne auch einen Brawler, mit dem ich nicht ganz so oft spiele. Das ist hier Penny. Mit der spiele ich nicht ganz so oft. Ihr seht das hier, die ist vom Power her auch noch nicht ganz so hoch. Aber ich muss jetzt mal eben etwas anderes nachschauen. Okay, auf geht es in das nächste Game hier. Also Spielersuche läuft. Und ja, das passt so. Ich muss das Handy wirklich ein bisschen weiter wegnehmen, denn ich muss ja
tatsächlich irgendwann mal eine neue Brille haben, glaube ich. Denn ich kann es eigentlich tatsächlich ohne Brille ein bisschen besser spielen. Aber dann kann ich das, was sich noch so um dieses Spiel tummelt, nicht mehr so gut sehen. Also nehme ich dann doch lieber so ein bisschen die Brille. So, können wir da aber nehmen. Oh, da haben wir beide gepackt. Geil. Da haben wir eben mal beide gepackt hier. Oh, da muss ich jetzt kurz mal weg. So, dann muss ich einmal auf mein... Da ist er. Da ist er jetzt wieder. Oh, oh. Shit. Ach, Mist. Okay. Oh, na, okay. Drei Stück. Da haben wir verloren. Ein Pokal verloren. Okay. Das geht aber noch. Das ist nicht ganz so schlimm. Da machen wir in jedem Fall... Ich mache noch eins mit der... Denn jetzt ewig diese Brawler wechseln, das ist, glaube ich, auch nichts. Ich glaube, es ist doch schon besser, wenn du dann mit einem so ein bisschen am Ball bleibst, auch wenn du mal verlierst. Wen haben wir denn jetzt dabei? Oh, wir haben den El Primo dabei. Super El Primo. Das ist nicht schlecht, dass wir so einen schon mal haben hier. Und dann haben wir schon mal eine Marke. Oh, da ist so ein Flaschenschmutter. Der ist ein bisschen dösig. Jetzt müssen wir hier schon so ein bisschen weg, glaube ich. Aber der Primo tankt prima für mich. Super. So, da konnte ich meine Dings schon mal aufstellen hier. Die uns so ein bisschen den Gegner hier vom Leib hält. Aber nicht wirklich ganz. Ich muss so ein bisschen im Rücken immer vom El Primo bleiben. So, dann gehen wir mal hier rein. Ja, der hält sich auch mal so ein bisschen bedeckt. Auch nicht schlecht. Okay, mal sehen, was wir machen. Komm, El Primo. Das ist er hier. Da ist er. Ah, shit. Mich hat es hingerafft. 13 Sekunden dauert es. Mal gucken. Mal schauen, wo der jetzt hingeht. Da kann ich immer so ein bisschen nach vorne ins Aufnahmeprogramm gucken. Komm, mach den Daryl da. Ah, schafft er. Oh, er schafft das. Ah, geil. Ich bin. I'll be back hier. Und die Maschine stelle ich aber jetzt mal noch nicht auf, glaube ich. Die stelle ich gleich erst auf, so ein bisschen zur Ablenkung. Ich muss erstmal zu meinem Teammate wieder ein bisschen hinkommen. Oh, shit. Der Dynamite da. Oh, nein. Der Dynamite. Oh, der rafft mich, ey. Scheiße. Aber ich habe mich geopfert, glaube ich. Der El Primo hatte jetzt, kann noch mal aufsammeln hier. Hat jetzt schon 12 Punkte. Wir haben noch 3 Teams übrig. Damit sind wir schon mal in den kleinen Miesen. Ich bin zurück in 1, 2 jetzt. Und muss erstmal normal feuern hier. Oh, ich komme hier einfach nicht richtig rein ins Game. Der Dynamite hier, der geht mir so auf den Zünder. Okay, jetzt muss ich aber mal von meinem Teammate so ein bisschen weg. Glaube ich, beziehungsweise nicht von meinem Teammate weg. Oh, ich muss hier voll in die Vollen rein. Ah, habe ich nicht geschafft. Aber wir sind Zweiter geworden. Super. Haben wir die Marke gekriegt. Das Zusammenspiel war nicht optimal, aber es war da. Muss man es ja sagen. Und damit haben wir die nächste Star-Marke hier drin. Coole Geschichte. Der will auch nicht mehr mit mir spielen. Okay. Er ist nicht Erster geworden, der El Primo. Aber macht nichts. Wir haben wieder eine Marke. Nee, da haben wir die Marke. Das auch nicht. Mein Stuhl ist davor. 9 von 10. Okay. Fürs nächste Game muss ich wirklich sagen, nehme ich immer ganz gerne einen Tank mit. Und ich glaube, wir nehmen mal den Bull. Denn der Brawl Ball ist einfach geil zu spielen mit dem, finde ich. Wenn du eine coole Truppe hast, ist das echt eine Allround-Waffe hier auch. Was haben wir dabei? Flaschenheinz und El Primo. Okay, oh, da haben wir natürlich ein bisschen viel Tanks jetzt gerade dabei. Der Gegner hat aber auch einen Tank. Oh, ich habe den Ball. Oioioi. Aber ich habe noch gleich wieder verloren. Okay, so. Gleich wieder verloren, die Pille. Der geht ja wohl jetzt nicht durch da, ne? Ich dachte schon. So, wo ist der Ball? Ah, nein. Oh, an mir vorbei. Blindfisch, ey. Scheiße. Aber ich habe es immerhin gesehen, ne? Dass er an mir vorbeiging. Die schmeißen sich da aber auch gleich rein hier. Der Daryl. Ich weiß gar nicht, wo der gleich seine Fähigkeit reinkriegt. Aber auch unsere Nita, glaube ich, war es. Ist das eine Nita da unten? Ach nee, das ist der Flaschenwerfer. Das ist ja hier der Flaschenheinz. Wo ist der Ball? So. Ach, schade, da war der Ball gerade. Mist. Aber 1-1. Dass man immer hinterm Tor auftaucht, das ist so kacke. Aber ich meine, das haben die Entwickler extra gemacht. Scheiße, okay. Da haben wir jetzt nicht ganz so viel verloren. Und entschuldigt bitte das blöde Wort Scheiße. Wir machen aber noch einen.
Auch wenn die beiden jetzt keinen Bock mehr mit mir haben, habe ich ja eben schon gesagt, ich nehme den Roller in der Regel. Ja, ich nehme erstmal zweimal, mal sehen, beim zweiten Mal funktioniert es. Und wir sind ja in jedem Fall den 1500er Fluch hier losgeworden. Aber irgendwie hat jeder immer einen Bull dabei, ne? Kann das sein? Im Brawl hier hat jeder irgendwo einen Bull dabei. Aber die haben ihn jetzt schon verloren. Da ist der Ball. Ich kotze. Mattia, ich dachte gerade, der Ball liegt vorm Tor und du kriegst die Pille da nicht rein, ey. Das wäre echt fatal. Aber auch da wieder, hier hat jeder irgendwo einen Bull. Ich versuche immer so ein bisschen nach vorne zu gehen. Hier so ein bisschen was auf mich zu ziehen, aber da hat der Bull den Ball. Ah, komm. Nein, 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 nein. Unten her zum Tor. Okay, da oben ist der Ball. Ich krieg den El Primo nicht. Fuck! Ich kriege den El Primo nicht, ey, Mist. Ein bisschen doof von der Spur gerade. Aber alle stürmen ja auch immer auf die Pille zu, um erstmal irgendwas zu schaffen. Oh, der gegnerische Bull hat den schon wieder. Ah, ich hatte ihn kurzfristig. Ich habe gerade einen Faden verloren. Ich habe gerade gedacht, wer kriegt jetzt den Ball und wer kriegt ihn nicht. Also wir haben ihn nicht gekriegt. Wir haben hier nur das Leckzeichen. Komm, mach den Bull da weg. Wir haben hier nur das Leckzeichen. Okay. Ich bin aber super verbunden. Das muss immer noch an den Broadstar-Servern hier liegen. Dass sie so endlos, was heißt endlos durchlecken? Endlos ist das ja gar nicht. Komm, der El Primo hat die Pille hier versucht, hier von außen was zu reißen. Und kriegt den auch rein. Boah. Naja gut, der Raff 94 hat super gemacht. Haben wir wieder ein bisschen verloren hier. Und so ist mir das hier Abend für Abend ergangen, kann man hier anders sagen. Und deswegen hatte ich mich mal kurz auf 1400, oh, die beiden wollen aber nochmal, das ist cool, auf 1466, glaube ich, geschossen. Mit einem verlorenen Spiel nach dem nächsten. Ich habe echt nicht gewonnen, rundenlang. Aber ich habe mich da ein bisschen zusammengerissen. Jetzt haben wir allerdings eine... So, jetzt hau ich auch einfach mal nach vorne. Und um den Ball hier nach vorne zu kriegen, es funktioniert auch nicht wirklich. So, wo ist die Pille? Wo ist die Pille? Da ist die Pille. Oh, perfekt. B4JIC hat das Tor gemacht hier. Ich bleib jetzt mal ein kleines Stück zurück, glaube ich. Hallo? Da ist der Ball. Habe ich ihn noch? Kannst gerade nicht sehen. Nein, er liegt da immer noch. Scheiße. Er liegt da. Manchmal siehst du es ja echt nicht. Wer gerade wo den Ball hat, aber der Ball liegt jetzt genau vor unserem Tor hier. Und so, komm, jetzt machen wir mal einen Durchmarsch hier. Ah, shit, ich konnte ihn nicht mehr schießen. Schade. Da war mein Heal gerade ein bisschen zu wenig. Und, so, der Gegner kommt ran ein wenig. Oh, das leckt hier sowas von scheiße durch immer. Aber wir haben den Ball. Wir haben den Ball. Das ist ganz gut. Und die müssen wir in jedem Fall hier so ein bisschen einfach ein bisschen auf uns ziehen, manchmal mit dem Bull. Sodass unser Teammate mit dem Ball unter Umständen ein bisschen nett durchgehen kann. Aber das wird, denke ich mal, das Tor für die anderen werden. Ja. Nerv auf, ey. Nerv auf, ey. Guckt euch dieses Gelecke hier an. Nur das Zeichen, ey. Das ist nicht normal. Naja, okay. So gut bin ich jetzt auch nicht im Wireless LAN verbunden. Aber dennoch dürfte ich eigentlich deswegen nicht dieses doofe Zeichen haben. Oh, wir haben es trotzdem gepackt. Puh. Alter Falter, ey. Gottes Willen, was eine Geburt. Was war wieder eine Geburt? Aber ich denke mal, ich glaube, ich verbinde mich mal gerade einmal. Nee, ich spiele jetzt nicht mehr mit euch. Ich verbinde mich mal eben neu. Machen wir einen kurzen Cut. Und dann machen wir noch ein Match. Okay, Kopfgeldjagd ist das nächste. Das machen wir mal mit ihm hier. Den wählen wir mal aus und nehmen mal die Kopfgeldjagd jetzt. Mal gucken. Den nehme ich eigentlich mal ganz gerne. Der ist ja so ein netter Fernschütze hier. Oh, ich glaube, das ist laut für euch gerade, sehe ich. Aber ich hab mich jetzt einmal neu verbunden und habe das Handy auch gleich neu gestartet. Manchmal liegt es auch so ein bisschen daran.
Wenn die Verbindungen nicht wirklich da sind. Hey, da ist eine Shelly. Das ist eine Shelly und wir lassen uns hier aber schon gleich so ein bisschen zu weit zurücktreiben hier. Das ist natürlich nicht gut. Die Gegner haben schon 4 Kills. Da müssen wir ein bisschen reinhauen hier. Ich habe schon wieder das Zeichen. Ah, ich glaube, es hat heute keinen Nährwert mehr. Ich habe mich jetzt zwar neu verbunden. Komm, den holen wir da oben doch mal, oder nicht? Ja, den haben wir gekriegt. Aber jetzt komme ich nicht zurück, das ist klar. Ich komme in diesem Gezuckel und Geruckel nicht wirklich zurück. Und ihr seht das hier, ich bin einwandfrei im Wireless LAN verbunden. Das ist eigentlich echt merkwürdig, dass es trotzdem so ruckelt. Und dann kann ich relativ schlecht agieren, muss ich mal so sagen. Das ist echt selten dösig. Naja, egal. Egal. Da müssen wir jetzt durch. Da kann ich nichts für. Der Spielhersteller, weiß ich nicht, ob der da was für kann. Aber ich glaube, ihr kennt dieses Zeichen. Das ist echt sehr, sehr häufig. Da muss Supercell einfach mal dran arbeiten. Und wir kriegen hier jetzt mal richtig auf die Mütze, weil wir hier überhaupt nicht mehr rauskommen. Bei uns aus dem Feld hier. Die drängen jetzt die ganze Zeit ganz, ganz hart zurück. Und dann kommst du, genau wie bei der Juwelenjagd, nicht mehr richtig raus hier. Musst dann schon so mit deinem Special hier, irgendwas versuchen. 1536 ist aber schon immer noch sehr, sehr deutlich. Und okay, das haben wir wenigstens gemacht. Haben so ein bisschen was reingeholt hier. Aber auch nicht wirklich viel. Denn die Shelly ist jetzt schon wieder auf unserem Weg. Die will sich ja bestimmt rächen. Es ist so klar. Natürlich will die sich rechnen, aber wir kommen dann auch nicht wirklich raus. Sie können das auch. Ich hätte fast gesagt, sie können es dann auch aussitzen. Können es auch aussitzen. 49, 22. Buh, was eine bittere Pille, ey. Alter, das geht gar nicht. Aber ihr seht das hier, der. Auf 3 Lanes machen die das im Moment. Auf 3 Lanes machen die das. Also einer rechts, einer links, einer Mitte. Und der Poco in der Mitte ist dann schon ein bisschen stark, aber 56 ist dann schon. Er ist ganz bitter. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Ausgang für so eine Folge hier. Haben wir jetzt eigentlich was gewonnen oder verloren? Ich weiß gar nicht, wer auf die Pokis am Anfang geachtet hat. Hier haben wir jetzt 2 Stück verloren. Und haben jetzt zwar die Marke nicht gekriegt, aber tatsächlich haben wir, glaube ich, unseren Höchststand. 5 Pokale mehr. Ja, dieser 1500-Fluch hier. Also immer alles dreht sich hier um diese 1500 Pokale. Und ich kann immer noch nichts leveln hier. 330, kaum was an Gold dazu gekriegt. Also ich muss mal wieder ein bisschen offline pushen, glaube ich. Mit den Brosas hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir auch hier im Brosas-Bereich vielleicht einfach mal einen Daumen nach oben nach. Heute Abend der Livestream. Ich werde ihn aber noch ankündigen im Community-Tab von Clash of Clans. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, wenn euer Toto wieder rollt.